Vielleicht, wenn wir gerade mal bei der Synode sind, Sie muten ja dem Bistum und den Gemeinden allerhand zu. Das ist, also ich sage mal, mit der Kenntnis oder mit dem, wie man sich das bisher vorgestellt hat, ja überhaupt nicht mehr identisch. Das ist ja was ganz anderes. Sie haben gesagt, Sie werden das 1:1 so umsetzen wollen, komplett. Also werden Sie eine, das manche Katholiken auffassen, eine Säkularisierung der Ortskirche mit vorantreiben? Das ist schon ein harter Brocken. Ne? Also ich habe gesagt, ich fühle mich den Beschlüssen der Synode verpflichtet, weiß mich daran gebunden. Die Frage, was heißt 1:1, das wird man eben auch in diesem Umsetzungsprozess anschauen müssen. Also gibt es Dinge, wo man sagt, gut, das sagt die Synode so, wie können wir das jetzt gut in kleine Münze umwechseln? Das wird man noch sehen müssen. Aber es ist wirklich so, ich weiß mich daran gebunden, an die Beschlüsse. Aber der Umsetzungsprozess selber wird natürlich eine längere Zeit brauchen. Da wird es auch viel Gespräch brauchen. Da muss man viel werben. Das ist mir völlig klar. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen und auch gestern 3 große Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter, nicht nur in der Seelsorge, sondern auch der Caritas, der Schulen, Kirchenmusik, der Rendanturen, also dieser Zentren, die sich um die finanziellen Belange im Bistum kümmern, dass alle Mitarbeiter wirklich auf einen Stand gebracht werden an dieser Stelle. Jetzt kann man sagen, gut, das ist eine große Zumutung, nur man muss ja nüchtern sein und sagen, ja, die Zumutung ist aber doch schon da. Also die Synode ist ja nicht einfach, die habe ich ja nicht einfach aus Mutwille einberufen, sondern ich kriege ja an ganz vielen Stellen das Signal, dass Menschen sagen, Herr Bischof, so wie das bisher ist, kann es nicht weitergehen. Was machen wir? Wir haben auch keine guten Konzepte, aber wir können doch nicht einfach das so tun, als wenn nichts wäre und treiben das weiter. Es gibt Überforderungssituationen, es gibt auch ein Stück von Mutlosigkeit, es gibt auch Aggressivität, zu sagen, so kann das nicht sein, dann schiebt man sich gegenseitig die Schuld zu, die Behörde, die nicht ordentlich arbeitet in Trier, und wir sagen, werdet ihr nur ein bisschen kreativer und mobiler und ein bisschen nicht so an alten Strukturen verhaftet, würdet ihr mal die Dinge aufgeben. Vor, ja, genau, dann ging das alles, das bringt ja nichts, diese Schuldzuweisungen. Und das war ja auch der Anlass, die Synode einzuberufen. Also insofern würde ich mal sagen, ist die Situation an vielen Stellen jetzt schon belastend. Gerade für diejenigen, die sich wirklich engagieren, die Herzblut vergießen, die sich identifizieren und sagen, Mensch, wir setzen uns hier ein, wie soll das weitergehen? Ich erlebe eher vor Ort die Leute, auf der einen Seite, das sehen sie, wenn man mit ihnen spricht, sehr deutlich, dass sie wissen, ja, wir können das nicht einfach so weitermachen. Das ist nicht zukunftsträchtig. Auch wenn man die Generation anschaut, die sich, sagen wir mal, beteiligt, das ist eine bestimmte Generation und Schicht, die aber auch eine große, die sich sehr einsetzt, aber sehr große Erwartungen auch formuliert. Und bedienen wir die, da kann ich sagen, was ist denn in 20 Jahren, wo stehen wir denn dann, wenn wir jetzt nur auf euch und eure Dinge hören? Also die hören das, und zugleich gibt es aber auch eine Angst, was passiert, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir ehrlich sind. Das sehe ich schon. Aber es ist eher so ein Flattern, der Leute sagen, ja, Bischof, du hast ja eigentlich recht, aber wenn wir das wirklich machen, was passiert dann? Und damit muss man umgehen. Das ist auch eine Zumutung, keine Frage, aber die kommt so oder so. Und dann würde ich sagen, lieber besser gestalten, als dass wir einfach passiv uns die Dinge einfach Stück um Stück aus der Hand nehmen lassen.